Leute, ich bin's wieder. Heute geht's weiter auf meinem Channel mit einem Haul von Oceans Apart, weil ich habe gerade meine Bestellung gekriegt und ich dachte mir, ich öffne die mal mit euch zusammen. Wenn ihr das aufmacht, steht hier erstmal ein schöner Spruch drin. We believe all people are connected, even if we are oceans apart, we are one. Ist das nicht schön? Ja. Und dann sieht das so von innen aus. Hier steht der Spruch übrigens. Und dann fangen wir mal an, das aufzumachen, würde ich sagen. Das sieht immer so schön aus. Ich will das gar nicht kaputt machen. Also ich habe mir zwei Sportoutfits bestellt. Die werde ich auch direkt gleich mal zum Sport anziehen, weil ich bin gleich mit meiner besten Freundin Alina verabredet. Beim Sport. Also, das ist hier das Top einmal dazu. Das ist das California Top. Habe ich in Größe M bestellt. Ich war mir irgendwie voll unsicher, ob ich M oder S bestellen soll. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich in M bestellt habe. Dann das Top. Das ist das... steht hier nicht drauf? Das hier vielleicht? Nee, muss ich nochmal nachgucken, wie das heißt. Ich schreibe es euch hier hin. Auf jeden Fall hat das hier hinten nur so einen Streifen. Ist hier so ein bisschen offen. Sieht eigentlich ganz süß aus, dachte ich. Ja, legen wir jetzt auch mal zur Seite. Jetzt kommen die Hosen dazu. Das habe ich übrigens alles jetzt in S bestellt. Also die Hosen und das schwarze Oberteil habe ich in S bestellt. Das ist die Hose zu dem ersten Outfit. Zu dem ersten T-Shirt da. Zu dem California T-Shirt. Das ist nämlich auch die California Hose. In größer S. Die hat hier so ein bisschen Applikation. Also da kann man so durchgucken halt. Und dann, natürlich dachte ich mir, muss aber auch noch eine schwarze Hose dazu. Das ist die. Also das ist eigentlich so eine normale schwarze Leggings. Die hat hier so aus Lederimitat oder so. So Streifen halt. Hier ist das Oceans Apart Zeichen natürlich auch drauf. Und von hinten ist die eigentlich ganz schlicht. Hier ist die, glaube ich, ein bisschen durchsichtig noch an den Beinen an der Seite. Vielleicht hier steht hier ja drauf. Moonlight Pan. Dann ist das andere das Moonlight Top, glaube ich. Ich guck mal. Auf jeden Fall ist das hier die Moonlight Pan. Das ziehe ich jetzt mal erstmal alles für euch an. Wir sehen uns gleich. So, Leute, das ist mein erstes Outfit. Kameraeinstellung ist nicht perfekt, aber irgendwie kann ich es nicht größer einstellen. Ja, ich finde es ein echt geiles Sportoutfit. Ich zeige es mal ein bisschen von weiter weg. Macht eine geile Figur. Und ich habe noch nie so eine gemütliche Hose angehabt. Die ist so geil. Und ich hätte mir das T-Shirt ruhig nur noch mal kleiner bestellen können, weil das bollert hier so ein bisschen bei mir. Ich hätte lieber alles in S bestellt. Das wäre, glaube ich, besser. Weil das ist ja das Einzige, was ich in M bestellt habe. So sieht das aus von hinten. Das T-Shirt ist so ein bisschen durchsichtig. Ja, alles von hinten so mal. Und noch ein wichtiger Punkt, nicht durchsichtig. Das ist sehr geil. Wenn man Squats macht, habe ich schon ausgetestet gerade. Gar nicht durchsichtig. Perfekt für den Sport. Ich denke, das lasse ich jetzt gleich auch an, weil ich finde diesen Abstand am Bauch, also ich trage ja gerne bauchfrei, aber diesen Abstand am Bauch ist perfekt. Das ist nicht zu viel und aber auch nicht zu wenig. So, das ist genau das Perfekte, was ich mega gerne mag. So, das zweite Sportoutfit sieht so aus. Hat übrigens fast genau den gleichen Stoff wie das erste. Das Oberteil ist jetzt S, das passt mir echt besser. Das ist eigentlich geiler, das S. Ich bin überlegen, ob ich das andere noch wieder zurückschicke und mir das in S bestelle. Ja, das sieht so von hinten aus. Von vorne einfach... schwarz schlicht, ne? Was soll man damit falsch machen? Macht genau so eine geile Figur. Übrigens habe ich gerade gefühlt, hier oben, also dieses Stück hier, was hier so an dem Bauch sitzt, ist auch ein Stück fester und dicker als das hier alles. Das ist eher so sehr dünn und wie das Oberteil eigentlich so sehr dünn und elastisch, würde ich sagen. Hier oben dieses Stück ist halt ein bisschen fester. So, als wenn da noch Stoff drin ist, noch ein anderer. Ein festerer halt. Was den Bauch gut wegquetscht. Ich finde, das macht auch eine geile Figur.
aber ich muss sagen, das andere gefällt mir ein bisschen besser. Irgendwie mag ich den Bund da lieber. So ein fester Bund ist eigentlich geil, aber ist nicht so gemütlich. Also die andere war heftig gemütlich. Die werde ich auf jeden Fall safe behalten. Das Oberteil finde ich auch heftig. Die Hose werde ich auch behalten, weil ich brauche eigentlich einfach mal wieder eine schwarze, schlichte Leggings. Weil ich habe irgendwie immer nur bunte. Und manche Oberteile kann ich einfach nirgendwo so anziehen. Also eine schwarze muss auch mal wieder sein. Hier hinten in dem Bund, wenn man den jetzt so umgeklappt hat, ne? Versteht ihr? Hier hinten ist eine Handytasche drin. Das verstehe ich irgendwie nicht, ne? Also die werde ich wahrscheinlich nicht benutzen, aber... Ja, weil die ist halt hier so innen drin. Hier drin ist die. Weiß ich auch nicht. Wie man da immer ans Handy kommen soll, weiß ich nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aber naja. Leute, ich habe euch angelogen. Ja, ich habe die Hosen, die beiden Hosen sind auch M. Das ist gar nicht S, das ist M. Also Hosen lieber M. Und Oberteile S. Weil das andere, das ist nämlich das einzige Oberteil, was ich in S bestellt habe. So rum war das nämlich. Und S passt mir echt gut. M halt nicht so oben rum, aber unten rum passt umso besser und ist umso gemütlicher. Okay. Ich würde sagen, das war meine Bestellung. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Mein Haul hat euch gefallen. Mein kleines Feedback hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!